Was geht ab und was geht down, meine Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute geht es um die Map-Änderungen, die jetzt aktuell heute passiert sind, da heute das Wasser zum ersten Mal abgesenkt wurde. Und ich bin auf jeden Fall mega hyped. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier im Replay-Modus zusammen an. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, und falls ihr jetzt neu auf dem Kanal seid, gerne auf kostenlose Ehrenbruder-Basis hier ein Abo dalassen und vielleicht die Glocke aktivieren, damit ihr dann nächstes Mal wieder nichts mehr verpasst. So, hier sind wir auch schon auf der Map, meine Freunde, und ihr könnt schon auf den ersten Blick sehen, es hat sich einiges getan. Und zwar sind wir hier direkt bei den drei Häusern und bei Steamy Stacks, meine Friends. Und zwar ist es so, dass dieses gesamte Gebiet hier zwar auch noch begehbar war, aber das untere Haus war noch komplett im Wasser und auch der Weg dazwischen war komplett unter Wasser gelegt. Also der Wasserstand ist hier auf jeden Fall einige Meter gesunken. Steamy Stacks ist auch wieder komplett frei. Das heißt, das schauen wir uns jetzt hier auch nochmal an. Morgen gibt es auch wieder eine Herausforderung dazu. Morgen ist Donnerstag, da kommen die neuen Herausforderungen raus. Und falls ihr da Hilfe braucht, da mache ich schon seit Season 1, beziehungsweise Chapter 1, Season 3, mache ich da schon die Herausforderungsvideos, um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür tun müsst. Wenn ihr da auf jeden Fall am Start sein wollt, gerne morgen den Kanal auschecken. Hier ist auch eine Aufgabe, wo ihr dann mit einem Chopper auf dem Grund von Steamy Stacks landen müssen. Wie das Ganze geht, zeige ich euch dann morgen. Hier gehen wir jetzt nochmal einmal so einen kleinen Schwenker rüber. Hier sehen wir auch schon, hier ist eine noch etwas größere Wasserfläche. Allerdings dieses gesamte Gebiet ab dem Pfeiler hier, ab der Stromleitung sozusagen, war auch komplett gestern noch unter Wasser. Genauso wie das gesamte Gebiet hier vor der Grotto und bei Dirty Dogs. Aber auch bei Dirty Dogs hat sich das Ganze ein bisschen gelegt und das Ganze ist etwas weiter runtergesunken. Die Spitzen die ersten Gebäude sind auch schon wieder am Start. Gehen wir natürlich auch gleich nochmal drauf ein. Woran man das auf jeden Fall ganz gut erkennen kann, dass das Wasser abgesunken ist, ist die Grotto. Dort können wir sehen, dass jetzt mittlerweile der halbe Totenschädel schon wieder zu sehen ist an der Stelle. Hier sehen wir auch die Lagerhalle hier bei Dirty Dogs, und die Kräne waren vorher auch schon frei. Also außer diese gelbe Brücke, die ist jetzt zum Beispiel auch wieder neu am Start. Auch richtig nice. Fresh würde ich fast an der Stelle sagen. Einmal Hashtag Fresh in die Kommentare an der Stelle. So, und hier gehen wir jetzt einmal in die Nase und dann sehen wir hier, dass jetzt hier diese Roboterkiste steht. Diese Crash-Test-Dummy-Kiste, wie auch immer, die war vorher nicht da. Ist auch halt jetzt dementsprechend erst erreichbar, dass man sie sozusagen öffnen kann. Davon gibt es auch mehrere auf der Map. Wenn ihr ein Video sehen wollt, wo wir alle diese Kisten mal zusammen öffnen, schreibt es auch in die Kommentare. Ich möchte auf jeden Fall viele Kommentare von euch sehen. Das wird mir auf jeden Fall helfen. Like das Video. Und das Ganze rankt auf jeden Fall dann ein bisschen besser. Und vielleicht schlägt YouTube was auch neuen Leuten vor, die dann auch den Kanal abonnieren können. Weil sie es vielleicht vorher noch nicht getan haben. Aktuell, 92%, wisst ihr Bescheid. Ich will das Ganze nicht immer wieder erwähnen. Hier kann man das auch gut erkennen. Vorher war das Wasser bis zur oberen Etage. Jetzt kann man schon in den unteren Bereich wieder rein. Gehen wir mal weiter. Dieses Haus hier oben war auch schon die ganze Zeit da, aber der Berg war etwas weiter tiefer im Wasser. Hier ist jetzt ein Pizza-Pete-Wagen auf einem Schiff. Da brauche ich eure Meinung, meine Freunde, weil ich bin nicht ganz sicher, ob der Wagen hier schon vorher war. Da bin ich jetzt nicht so oft gelandet. Allerdings ist es auch ein bisschen schwer zu sagen, weil sich hier einiges verändert hat. Wir gehen jetzt hier nochmal zum neuen Coral Cove. Auch wenn Coral Cove jetzt auch wieder zum Teil schon sichtbar geworden ist, gehen wir jetzt einmal hier hin. Wenn ihr jetzt hier landen werdet und auch dann hier die geheime Aufgabe gemacht habt, einmal oben auf das i klicken, falls ihr noch nicht wisst, was ich damit meine. Könnt ihr einmal das Video auschecken, habe ich auch schon gestern hochgeladen. Hier ist jetzt eine neue Musik, ist auch ganz entspannt, können wir jetzt hier an der Stelle nicht hören. Müsst ihr dann in eurem Modus, wenn ihr hier landet, einfach mal dahin gehen. Ist auf jeden Fall ganz nice. Ich gehe davon aus, dass man hier Coral Cove so ein bisschen mithilft, wieder aufzubauen. Auch da eure Meinung in die Kommentare, wisst ihr ja Bescheid, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, ist auf jeden Fall eine frische kleine Nebenstory. Wir gehen jetzt einmal hier nochmal rein, schleichen uns hier nochmal rein bei den Kollegen. Das Ganze haben wir ja gestern hier gemacht, indem wir ihnen 100 Holz geliefert haben. Wo die Insel ist, ist ja wohl ganz klar. Wie gesagt, einfach oben das Video auschecken oder hier oben einfach bei The Shark landen. Solltet ihr auf jeden Fall an der Stelle schon finden können. Wir sind auf jeden Fall richtig fresh. Hier diese Quallen oder Korallen oder was auch immer das Ganze hier sein soll. Sieht ganz nice aus, aber es wird wahrscheinlich noch ein größeres Coral Cove darauf dann folgen. Aber genug von Coral Cove, sondern gehen wir wieder zurück zur neuen Map. Und zwar gibt es wieder einige Orte, die natürlich jetzt auch wieder zum Anschein kommen. Und auch hier bei The Shark hat sich einiges verändert. Der Hai ist schon ein bisschen weiter wieder zu sehen sozusagen. Hier sind auch schon die ersten Palmen und Gebäudefetzen von The Shark wieder am Start. Gehen wir einmal hier unten rein, weil viele haben jetzt auch gehofft bzw. vermutet, dass der Aquaman Dreizack hier bei The Shark ist.
Das ist auch nicht richtig, meine Freunde, und das werde ich euch dann auch sagen, sobald die Aufgabe dann freigeschaltet ist, wo ihr den findet, weil es gibt aktuell 3 Locations. Gehen wir jetzt auch gleich im Video nochmal drauf ein. Immer mit der Ruhe, meine Freunde. Als erstes hier nochmal unter den Strudel, schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Im Livestream haben wir das Ganze auch schon zusammen durchgeschaut. Wer da auf jeden Fall Bock hat, gerne auch mal den Livestream auschecken. Link ist in der Videobeschreibung, wisst ihr Bescheid. Gerne dort folgen, kostet nichts, supportet mich. Gruß geht raus. So, hier haben wir das alte Coral Cove. Die untere Etage, sage ich jetzt einfach mal, steht noch unter Wasser. Da vorne ist aber schon dieses Muschelhaus in der Stelle. Ist schon wieder zu sehen, diese ganzen Maya-Statuen auch. Und hier findet ihr auch schon den ersten Dreizack von Aquaman. Aus den Datenfiles hatten wir dann so eine Muschel sozusagen. Die zeige ich euch auch gleich nochmal. Und es gibt aktuell 3 Plätze, wo es diesen Dreizack gibt. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, welchen man dann für die Aufgabe benötigt. Ich werde das euch natürlich dann in einem separaten Video nochmal hochladen. Zeige ich euch das Ganze nochmal hier. Und zwar ist das hier, ja, dieser Muschelstein, wie auch immer. Den gab es, wie gesagt, in den Datenfiles und es wurde halt schon darauf hingeteased, dass hier dieser Aquaman-Dreizack stecken soll, den wir dann halt auch als Spitzhacke freispielen können, kostenlos. Auch alles inklusive zum Battle Pass, ja, ist auf jeden Fall eine nice Nummer. Wie gesagt, ob das dieser Dreizack hier ist, können wir jetzt noch nicht genau sagen, da es halt, wie gesagt, 3 verschiedene Locations gibt, wo es diesen Dreizack tatsächlich in diesen Muscheln gibt. Vielleicht muss man auch alle 3 einsammeln. Aber auch dafür einfach am Start sein, wenn ich euch das Ganze morgen dann hochlade. Oder beziehungsweise in nächste Woche, weil die Aufgabe mit dem Dreizack erst nächste Woche kommt. Die neue Aquaman-Aufgabe machen wir dann morgen. Also wird alles auf jeden Fall schon mal Safeness hier geprüft. So, hier haben wir auch den zweiten Stein, die zweite Location. Auf locker easy Basis. Hier steckt einfach halt auch so ein Dreizack drin. Also alles hier im Bereich von Coral Cove und von dem Strudel, wo dann eventuell wahrscheinlich Atlantis erscheinen soll. Wie gesagt, genau kann das noch keiner sagen. In den Datenfiles ist das Ganze schon mit drinne. Hier seht ihr auch nochmal, wie weit der Shark wirklich tatsächlich weg ist von der Spitze, wo hier auch dann wieder ein Dreizack steht. Also 3 Stück insgesamt habe ich jetzt schon gefunden. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da jetzt mehr gefunden haben solltet. Aber ich glaube, das sind die einzigen 3. Wir haben alle hier halt diese Steinplattform, die hier schwimmt. So, gehen wir mal weiter. Hier bei schöner Aussicht hat sich nicht allzu viel verändert. Hier gibt es ein kleines Easter Egg, einen Toilettenritter, Toiletten-Sergeant, keine Ahnung. Vielleicht ein kleines Zeichen darauf, dass Flash Factory wieder zurückkommen soll. Was sagt ihr? Was ist meine Vermutung? Also ich würde es cool finden, vielleicht ist das auch einfach nur wie mit den Steinmenschen auf der alten Karte. So ein kleines Easter Egg an der Stelle. Die Hütte hier gibt es auch jetzt wieder, begehbar. Die war auch noch unter Wasser. So, gehen wir mal hier rüber. Dieses Haus war auch bis zum Dach weg, also das heißt, man konnte sozusagen das Dach aufhacken, die obere Etage ganz oben im Dach looten. Und jetzt ist halt auch die Insel hier wieder frei. Ist auf jeden Fall ganz nice. Polymäßig hat sich hier nicht viel verändert. Unten halt die Tankstelle ist ein bisschen weiter ans Tageslicht gerückt, würde ich jetzt fast so behaupten. So, und mein Lieblingslandeswort ist auch wieder frei. Und zwar dieses Lagerfeuer hier bei dem Bordhaus früher. Hier waren dann natürlich früher noch ein paar mehr Bäume, soweit ich mich erinnere. Ja, genau. Und dann gehen wir schon hier rüber und ihr seht schon, die ersten Hügel sind schon wieder am Start. Also hier ist auch der Zapplerteich. Das Haus mit dem Zapplerteich. Hier waren überall Bäume, Leute. Also deswegen sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Natürlich hat hier dieser Tsunami, die Welle, einiges mitgerissen. Und meine Erklärung dafür, dass die anderen Orte sich nicht geändert haben, also beziehungsweise immer noch auf derselben Höhe sind, ist natürlich, dass es halt Müllinseln sind, die auf Müll gebaut sind. Und dementsprechend halt einfach mit oben schwimmen. Hier sehen wir schon Weeping Woods auch wieder fast begehbar, also es wird noch 2 Wochen, vielleicht 3 Wochen dauern, dass wir hier wieder in Weeping rumlaufen können. Dann werden wir vielleicht auch wieder die Pilze suchen können. Da gab es ja auch mal so ein kleines Easter Egg. Der wurde dann direkt nach 2 Stunden leider wieder rausgenommen. Slurpy Swamp. Weiß ich jetzt gar nicht genau, wie tief das vorher war. Wie ihr schon seht, an den anderen Orten hat sich hier relativ wenig geändert. Die sind einfach mit angestiegen, als wären die Inseln sozusagen aufgestiegen. Und hier bei der Fortella hat sich auch nichts geändert. Alles geblieben, wie es ist. So, und dann würde ich einfach fast sagen, sind wir schon die ganze Map durchgegangen. Im hinteren Bereich der Map ist ja alles voller Berge und da ist das Wasser nicht so groß angestiegen. Sollte sich dann auch wie irgendwas ändern, werde ich euch natürlich da Bescheid sagen. Camp Cod und alles ist auch ein bisschen weiter sichtbar, aber noch nichts Großes, dass man das erwähnen muss. Ich bin an der Stelle jetzt erstmal komplett raus. Wir sehen uns morgen zu den Herausforderungsvideos. Hier gerne Like-Button smashen und Abo dalassen, um nichts mehr zu verpassen. Bei 3000 Abonnenten veranstalten wir ein 50 Euro Paysafe-Karten
ja, Turnier auf Twitch. Gerne da auch nochmal am Start sein. Einfach nur Follower-Button auf Twitch reindrücken, Abo-Button hier auf YouTube und dann seid ihr auf jeden Fall rundum versorgt. Bis zum nächsten Video, meine Friends. Ich bin an der Stelle komplett raus. Peace out. Mau. Friends.